Willkommen auf meinem Kanal. In diesem Video werden wir eine Kriegslegende namens Kurt Knispel kennenlernen. Wenn Sie mich unterstützen möchten, abonnieren Sie einfach meinen Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion. Lass uns anfangen. Mit 168 bestätigten Siegen gilt Kurt Knispel als der erfolgreichste Panzerkommandant des Zweiten Weltkriegs. Er ist bekannt für die Zerstörung von mehr als 70 Panzerabwehrwaffen des Feindes sowie zahlreiche Bunker- und Feldbefestigungen, einschließlich des T-34-Panzers, den er aus einer Entfernung von 3000 Metern getötet hat. Kurt Knispel war ein Sudetendeutscher, der am 20. September 1921 in Salisow, einem kleinen Dorf in der Tschechoslowakei, geboren wurde. Großteils seiner Kindheit verbrachte er in Mikulovice, wo sein Vater in einer Autowerkstatt arbeitete. Da Kurt nicht gerne in der Fabrik arbeitete, meldete er sich im April 1940 im Alter von 20 Jahren freiwillig für die Wehrmacht. In Sagan, heute die Stadt Sagan in Polen, absolvierte Knispel seine Grundausbildung in einem Reservetank-Ausbildungsbataillon. Dort wurden ihm allgemeine militärische Fähigkeiten wie korrektes Marschieren, Salutieren sowie der Umgang mit kleinen Waffen wie der P-38 leichte Maschinengewehr, K-98K-Gewehr und Handgranaten beigebracht. Nach der Grundausbildung begann Knispel mit der Ausbildung auf den Panzern PZI 2 und 4. Am 1. Oktober wurde Knispel in das 29. Panzerregiment der 12. Panzerdivision versetzt, wo er seine Ausbildung abschloss und zum Lader und Schützen auf dem PZIV-Panzer wurde. Während seiner Ausbildung zeigte Knispel zunächst seine Fähigkeiten als Schütze, denn er hatte außergewöhnlich scharfe Reflexe und die Fähigkeit zu dreidimensionalem Sehen. Dann wechselte er jedoch zur Position des Lademeisters. Kurt Knispel war ein bescheidener und widerspruchsfreier Mensch in seinem Leben. Als Kommandant der Tiger- und Tiger-I-Panzer gewann Knispel weitere 42 Siege. Er war jedoch nicht sehr daran interessiert und wenn es um strittige Fälle ging, war er immer bereit, den Erfolg einem anderen zuzuschreiben, wenn jemand behauptete, dass ein feindlicher Panzer beschädigt wurde. Das Ritterkreuz wurde viermal verliehen, aber dieser Preis, der bei den meisten anderen deutschen Panzerassen des Zweiten Weltkriegs üblich war, wurde nie verliehen. Knispel war nie besorgt, dass der Hauptantrieb für ihn Arroganz war. Nach Knispels Rechnung beläuft sich die Zahl mit 168 bestätigten Panzern und 195 unbestätigten Fällen auf 195. Selbst wenn man nur die erste Zahl berücksichtigt, war Kurt Knispel der erfolgreichste Panzerkämpfer des Zweiten Weltkriegs. Einmal schoss Knispel überraschend einen sowjetischen T-34 aus 3000 Metern Entfernung ab. Nach den ersten 15 Siegen erhielt er das Eisernes Kreuz erster Klasse und dann eine goldene Brustpanzerung für Tankangriff. Nach dem 126. Sieg erhielt Knispel das goldene Deutsche Kreuz und wurde der einzige deutsche Unteroffizier, der in der offiziellen Bekanntmachung der Wehrmacht genannt wurde. Man sagt, dass er viele Siege, von denen er glaubte, dass sie ihm gehörten, anderen zuschrieb. Kurt Knispel mied normalerweise jede Kontroverse und gewann sich den Ruf eines freundlichen und offenen Menschen. Als Panzerkommandeur fühlte er sich wie ein Fisch im Wasser und widerstand manchmal allein den überlegenen Kräften des Feindes, um seiner Einheit mehr Möglichkeiten zum erfolgreichen Vorrücken oder Rückzug zu geben. Der Hauptgrund, warum Kurt Knispel auf dem Schlachtfeld so langsam vorrückte, war seine mangelnde Achtung vor höheren Kommandeuren. Einmal griff er einen sowjetischen Kriegsgefangenen schlagenden Unteroffizier an. Knispels Erscheinungsbild entsprach nicht dem stereotypischen Bild eines deutschen Soldaten, er hatte ein Tattoo am Hals, einen kleinen Bart und längeres Haar als vom Gesetz gefordert. Dennoch war er sehr loyal zu seinen Kameraden und hatte in seiner Fähigkeit keine Vergleichbaren. Mit 23 Jahren hatte Knispel mehr Panzersiege auf seinem Konto als berühmte Asse wie Michael Wittmann, Ernst Bergmann, Johannes Bolter oder Otto Karius. Knispel fuhr fort, seine Tötungszahlen zu erhöhen.
Irgendwann erhielt er für die Teilnahme an 100 Panzerschlachten das goldene Panzerangriffsabzeichen. Das bedeutet sehr viele Kämpfe. Es gibt viele berühmte deutsche Panzerkommandanten, aber fast niemand kennt den wohl tödlichsten Panzerfahrer der Kriegsgeschichte. Knispels Leistungen wurden sogar während des Krieges übersehen. Er wurde nicht befördert und mit Medaillen überschüttet. Knispel war das Wesen eines Helden, aber er war distanziert vom Regime und seiner Propaganda. Eine von Natur aus rebellische Neigung war auch vorhanden. Knispels letzter Kampf fand in der Nähe des Dorfes Vlasatice in der Tschechischen Republik statt, wo er am 28. April 1945 tödlich verwundet wurde, zusammen mit dem Tankkommandanten Feldwebel Skoda. Trotz seiner Verletzungen kämpfte Knispel weiter. Laut seinem Funker Dr. Rudolf Barth, der noch in Deutschland lebt, Stand 2015, steuerte Knispel seinen Tank wie gewohnt aus dem Panzerturm und wurde durch eine Granate getötet, die Schrapnellsplitter in seinen Kopf trieben. Bei Knispels Autopsie im Jahr 2013 wurde eine Granate mit Schrapnell im Unterkiefer gefunden. Am 9. April 2013 wurden die Überreste des legendären Panzerkommandanten von tschechischen Archäologen in einem namenlosen Grab hinter einer Kirche im Dorf Verbovci nahe der tschechisch-österreichischen Grenze gefunden. Eva Pankow, eine Sprecherin des Mährischen Museums, identifizierte ihn anhand eines Tattoos am Hals. Am 10. April 2013 bestätigten die tschechischen Behörden, dass Knispels Überreste unter den Leichen von 15 deutschen Soldaten hinter der Kirchenmauer in Verbovci gefunden wurden. Kurt Knispel war nie auf Auszeichnungen aus. Sein einziges Ziel war es, seine Kameraden und sein Land zu verteidigen. Um über weitere Videos dieser Art informiert zu bleiben, abonnieren Sie bitte meinen Kanal und vergessen Sie nicht, das Benachrichtigungsgeläut einzuschalten. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende gesehen haben.